Audio-Post. Geklickt. Gehört. Der Papst in einem Sportwagen in Rappermontur. Ein handfester Zickenkampf zwischen den Royalen Meghan und Kate. Oder die Verhaftung des Donald Trump. In den vergangenen Monaten sind immer wieder vermeintliche Fotos im Netz viral gegangen, die es eigentlich gar nicht gibt. Es sind KI-Programme, die aus wenigen Worten realistische Bilder erstellen, erklärt unser Experte Andreas Wiesler. Ja, die KI hat tausende von Bildern im Internet angeschaut und so gelernt. Auf Knopfdruck kann die KI uns alles generieren, was sie nun abgespeichert hat. Als Inhaber der Firma Go Security berät er Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Daher weiß er einzuschätzen, ob wir die täuschend echten Fälschungen irgendwie enttarnen können. Für uns Menschen, selbst für Profis, ist es beinahe unmöglich, solche Bilder zu erkennen. Die Anbieter haben aus diesem Grund verschiedene Programme ins Internet gestellt, um uns zu helfen, solche Deepfakes wiederzuerkennen. Realistische Fälschungen gibt es immer mehr, auch als Videos. Wir erinnern uns an die Aufnahmen, die den deutschen Kanzler Olaf Scholz bei einer gefakten Rede zeigten, worüber sich dann Wladimir Putin lustig machte. Deepfakes, nicht nur im politischen Kontext ein größer werdendes Sicherheitsproblem, so der Experte. Ja, absolut, das ist es wirklich. Beispielsweise bei einer Videoidentifikation für Kreditkarten oder SIM-Karten. So kann es möglich sein, an eine fremde Karte zu kommen, die dann auch gültig ist. Doch auch künstliche Intelligenz stößt manchmal an ihre Grenzen, was das Ganze noch bedenklicher macht. Ja, die KI ist nur so gut wie das Material, das sie zum Training bekommen hat. So gab es beispielsweise schon Fälle, wo eine KI rechtsradikal oder frauenfeindlich wurde. Zum Thema Sicherheit in Bezug auf künstliche Intelligenz hat GoSecurity-Inhaber Andreas Wiesler eine klare Einschätzung. Die KI wird uns noch vor sehr große Herausforderungen stellen. Das bekannte Katz-Maus-Spiel zwischen den Cybergangstern und der Polizei ist auf eine neue Ebene angestiegen. Audio-Post. Geklickt. Gehört.